Da habt ihr wohl recht. Ich bringe euren Dolch, den ihr mir gegeben habt. Danke. Ihr habt ihn nicht benutzen müssen? Es war nicht nötig, nein. Die Arche war klein und leicht zu verwunden. Vielleicht war sie auch... Eine Magierin sagte einmal, dass das mit jedem Mal, wo die Archen sich fortpflanzen, sie mehr wie Tiere werden und weniger magisch. Sie war also klein und tierisch. Ja. Wenn es euch genehm ist, wäre es mir eine große Ehre, eine solche Waffe weiterhin in meinem Besitz zu wissen. Falls einmal etwas wesentlich Größeres getötet werden muss. Diese Waffe wurde für Helden erschaffen. Ich würde sie ansonsten weitergeben, aber wenn ihr sie behalten wollt und weiter Heldentat vollbringen mögt, dann ist sie bei euch sicherlich in besseren Händen aufgehoben als hier in Kunchum. Ich vermute, dass das Schicksal noch einige Dinge mit euch vorhat. Eure Aufgabe ist noch nicht beendet. Und der Preis dieses Dolches ist lächerlich gering mit den Aufgaben, die euch erwarten. Dann will ich diese Gabe trotzdem ehren und im richtigen Moment zum richtigen Zweck einsetzen. Verwahrt den Dolch gut. Wenn die Spitze bricht, ist der Sand verloren. Und ihr solltet damit auch nicht herumspielen. Geht damit verantwortungsbewusst um, denn ein einziger Schnitt bzw. der Bruch des Glases führt dazu, dass ein Magier höchstwahrscheinlich an den Qualen sterben wird. Sehr wohl. Für euch ist es nur ein leichter Kratzer. Ein leichter Kratzer mit einem Dolch. Für magische Geschöpfe, Dämonen, Daimonide, Magier. Wie gesagt, behaltet den Dolch und verwahrt ihn gut. Hab Dank. Damit ziehe ich mich dann nochmal mit einer Verbeugung von ihm zurück und werde vermutlich noch die nächsten paar Stunden vor den Kerzen verbringen, die man hier für die Verluste von gestern aufgestellt hat. Dann haben wir ein Geschenk für die hohen Herren. Störrebrand und ja, wer auch immer da noch einlädt. Die Namen hattet ihr auf dem Brief schon einmal gehört, gelesen. Al-Nabab. Wer auch immer das ist. Ibn Dahmani, das sagt dann vielleicht schon etwas mehr. Und Störrebrand. Okay. Letzte Vorbereitung für den gesamten Tag. Irgendwas, was ihr tun wollt. Also erst den siebten Fix. Richtig, der siebte. Ja. Ich möchte nochmal am besten direkt morgens schon Eldan beim Frühstück abfangen. Eldan Corvus. Ja, ich würde ganz normal frühstücken. Also, ich hab da. Ihr sagtet doch, dass ihr gestern, dass ihr darüber nachgedacht hattet mit euren Kollegen, Konkurrenten, euch abzugeben? Ja, den Kollegen aus der Grauen Gilde. Jedoch, es war ein seltsamer Gedanke von mir. Nach einer kurzen Überlegung war natürlich klar, dass wir erstmal vor so etwas auch in Erwägung gezogen werden dürfte, müssten wir natürlich erstmal die Weiße Gilde informieren. Wir könnten sie nach Hilfe fragen, wenn ihr wünscht. Wir müssen dieser Tage öfter die Hilfe von Leuten annehmen, die uns vielleicht nicht gar so genehm sind. Blick Richtung Ahmad. Natürlich, aber wisst ihr, diesen Kunchomer Magiern, sie sind geldgierig. Glaubt mir, was ich schon für Dinge gehört habe, das würde euch schaudern lassen. Erschaudern, sage ich euch. Ihnen zu vertrauen wäre ein großer Fehler. Wir müssten uns an unsere Kollegas halten. Ich bin mir sicher, wenn wir nach Gareth schreiben oder wenn wir eure Verbindung nutzen,
können wir einige weitere Weißmagier für diese Aufgabe gewinnen. Wir haben bereits eine Weißmagierin an Bord hier. Ihr habt sie ja bereits kennengelernt. Und wir hatten einmal einen Fall des Lichts, der fand einmal leider den Tod. Bestimmt ehrenhaft. Ich wünschte, das könnte ich mit Sicherheit sagen. Jedenfalls könnt ihr vielleicht... es wird nicht viel bringen. Aber wenn ihr herausfinden könnt, wie wir Kontakt zu einem gewissen Jedef Ibn Yasafar aufnehmen können, wäre das vielleicht eine Hilfe. Würdet ihr mir das auch schreiben? Den Namen? Wir haben den Brief von ihm noch irgendwo hier liegen. Ja. Frostig, hast du den Text noch? Ich habe ihn leider gerade nicht gefunden. Jetzt auf Anhieb okay, nicht, ja, nein. Gut, nee, sorry. Er schien wohl zu wissen, was wir tun. Und auf jeden Fall sehr interessiert an der Arche zu sein. Ich weiß nicht, was er weiß, aber ich würde es sehr gerne herausfinden. Nur konnten wir ihn an der hiesigen Akademie nicht ausfindig machen. Eine Information, für die alleine man uns schon Geld aus der Tasche zog. Natürlich. Also. Aber ihr müsst vorsichtig sein. Hört nicht zu viele Informationen mit den grauen Magiern. Sie sind keine Schwarzmagier, aber auch ihnen. Du findest den Brief in den Unterlagen, die Ephadaios wohl weggeräumt hat. Ihr habt da oben die Regale der KGA. Ein Brief von Jelef Ibn Yasafar, Erzmagus und Elementarbeschwörer, ehemals Zorgar. Ihr Kinder des Wahnwitzes habt dreimal Heldenmut bewiesen. Mag einem Mahaitam, auch mächtig wie eine Sultansechse, flink wie ein Wüstenskorpion und tödlich wie der tausendjährige Zweihänder von Talusa sein. Ihn zu zähmen ist gefährlich als jede Buskurt. Ein Ritt am Saum des Jay Henach, wo die Ifritim nach euren Gieren. Was immer ihr tut, beleuchtet zunächst alle Seiten des Mahaitam. Mit dem Licht der Erkenntnis und gewinnt neues Wissen für die magische Zukunft. Noch nie konnte das Wesen einer Arche erforscht werden. Werdet ihr gewahr, dass dieses Ungetüm gebannt werden muss, so werde ich in Hesindes Namen versuchen, euch zur Seite zu stehen. Mit Amul, Mantra und dem Original des großen Buches der Abschwörung. Okay, wenn ich das jetzt so lese, weiß ich, was das große Buch der Abschwörung ist. Wie hoch ist dein Pentagramma? Nicht zu lügen. 11, glaube ich. Dieser Mann hat den Pentagramma erfunden. Also, er ist eine Koryphäe. Zumindest, wenn er über das Original verfügt. Also, wenn er dieses Buch, von dem er schreibt, tatsächlich besitzt, könnte es sehr hilfreich sein, falls wir die Arche tatsächlich vernichten sollten. Aber von dem Mann selbst habe ich noch nie gehört, richtig? Der jetzt diesen Brief schreibt? Ja, das ist eine Probe auf Magiekunde oder Geschichtswissen. Eher Geschichtswissen mit der Spezialisierung Magiekunde. Oder magische Geschichte. 8 Punkte habe ich. Der Mann hat zusammen mit auch seiner Tochter die Akademie in Zorgan geführt. Elementarbeschwörer. Ah. Der Erzmagier Ibn Yasafar ist ein begnadeter Elementarist, Kenner der Saurologie und Experte für Basrabusban. Der Preisträger des Schwarzen Auges von Kuntium war lange Jahre Leiter der Pentagramma-Akademie zu Rashtul, bis ihn seine eigene Tochter Belisef Delf Suni im traditionellen magischen Duell besiegte und vertrieb. Wo genau der Mann jetzt ist, ist mir aber auch nicht bekannt. Wir könnten vielleicht seine Tochter fragen, auch wenn, naja, das magische Duell zu schließen, die scheinen sich nicht gut zu verstehen. Wenn ich das mal annehmen darf. Es könnte sein, dass er verstorben ist, das weiß keiner genau. Sicherlich Anfang 80, um die 70, irgendwie so in dem Alter. Also, man weiß nicht, wo er ist. Einige sagen, er ist tot, aber wenn er diesen Brief geschrieben hat, dann ist er wohl nicht tot. Er hat zumindest schon mit den 7 Gezeichneten an einem Tisch gegessen. Der Mann klingt, als könnte er nützlich sein. Oder teuer. Wenn wir ihn finden, bestimmt. Nun, seht das als eure Aufgabe an. Vielleicht nicht jetzt, aber zumindest irgendwann sollten wir wohl Kontakt mit ihm aufnehmen. Natürlich. Wie habt ihr den Brief erhalten, wenn ich fragen darf? Der
Der war hier. Einfach aufgetaucht. Nun, keine Ahnung, vielleicht hat ihn jemand hineingenommen, aber ich habe ihn nicht in Empfang genommen. Wie das mit magischen Briefen immer so ist, die tauchen irgendwann auf. Ich werde mich trotzdem unten hören. Daran kann ich es bestimmen. Wie du mich dezent verspottet. Ich meinte das ernst. Also ob das jetzt durch irgendwelche magischen Boten passiert oder die wirklich einfach auftauchen, magische Briefe sind einfach immer irgendwann da. Ja. Also ich würde mich trotzdem umhören, ob jemand diesen Brief in Empfang genommen hat, auch wenn ich vermutlich weiß, dass es nicht so ist, aber auf die geringe Chance hin, dass es so ist und jemand da steht, sagt, ja, ich habe den Boten gesehen, der den gebracht hat, würde ich das natürlich gerne wissen. Nein, es gab keine Boten. Schade. Okay, dann springen wir zum Abend. Ihr fragt euch ein bisschen umher, wo denn der Palast der Sinnesfreuden ist. Der ist erstaunlicherweise in der Nähe des Fischerhafens, da wo eigentlich ein bisschen ärmere Viertel sind, aber von hier aus gibt es einen exquisiten Blick auf den Manadi, beziehungsweise eben auch auf das Perlenmeer. Das ganze Haus hat Qualität 10 und auch einen Preis 10. Ihr werdet aber auch vorgelassen, es gibt vor dem Haus mehrere Wachen. Es gibt auch ein paar Leute, die einfach schauen und gucken, als ob das ja eine Attraktion wäre. Und könnt hier unglaublich viele Bedienstete auch im Eingangsbereich schon erkennen, die dann euch ja durch das Haus führen, auch mal kurz nachfragen, zu wem ihr denn gehört, könnt euch da dann ausweisen. Und ja, ihr werdet an duftenden Badebecken entlang geführt. Könnt ihr wohl sehen, wie einige Leute ja hier auch ja, baden, selbstverständlich. Könnt dann an Säulengängen vorbeigehen und in dem gesäumten Innenhof auch feinste Speisen, die hier auf den Tischen stehen. Es gibt ja einige thulamitische Köche, die hier auch in dem Innenhof gerade braten, also vor den eigenen Augen, sodass euch das Wasser im Munde zusammenläuft. In der anderen Ecke des Innenhofes ein paar Akrobaten, Gaukler und Illusionisten. Ihr könnt einige Trugbilder erkennen, die dann aus den Wänden herauskommen. Einige Reiter, die hier gerade kämpfen, wieder durch die nächsten Wände verschwinden und es ist ein unglaublicher, man kann es einfach nicht in Worte fassen, so wird hier geprunkt, nicht nur mit Magie, sondern eben auch mit einigen Säbeltänzern, die hier einige ja, Tänze aufführen oder auch hübsche Frauen, die dann die Kunden hier liebkosen. Ja, Schleiertänzerin, die hier ihren Schleiertanz aufführen, also in diesem Gebiet ist Raya fast noch mehr geehrt als im Raya-Tempel, kann man einfach so sagen. Und ja, mit offenen Mundwinkeln könnt ihr dann hier entlang gehen und werdet in einen etwas größeren Raum geführt, wo ihr einige Menschen sitzen sehen könnt. Einige davon kennt ihr bereits. Es ist dabei Wilbo Kornplötz, der erste Wachoffizier der Seeadler, und Resewig Sturmtaucher, der erste Bordgeweihte. Daneben könnt ihr eine etwas hutzige Gestalt sehen, einen Grolm, den ihr... Wo habt ihr den nochmal gesehen? Der kommt aus der Bank, aus der Nordlandbank. Daneben Faisul. Das ist derjenige, den Kiaras und Ahmad wiedererkennen, beziehungsweise Kiaras, denn Ahmad hat sein Gedächtnis verloren. Das ist der Zeughausmeister von Stover, Regula und Stirreband. Ja, auch der ist ebenso anwesend und daneben ja eine Person, die ja wie aus einem Bilderbuch zu kommen scheint. Ein stattlicher Thulamide mit weißem Vollbart, wettergegerbtem Gesicht, voller Falten und strahlend blauen Augen. Eine Pluderhose an, sieht aus wie ein Kapitän. Ruban Ibn Dahmani, eine Legende, der Rieslandfahrer. Und daneben eine etwas ältere Frau, kann man nicht ganz einschätzen. Und wenn ihr den Raum betretet, wird sich Faisul erheben, einmal um den Tisch herumgehen und euch dann eure Plätze weisen. Stellt dann jeden einmal von euch vor, also euch namentlich, woher er die Namen hat, wisst ihr nicht genau. Und dann aber auch die anderen, sodass ihr eben auch in den Namen der Frau kommt. Sybia al-Nabab, die ehrenwerte Sultana, beziehungsweise noch genauer, eine Maharani, eine Königin.
Und zum aktuellen Zeitpunkt ist sie wohl die Vorsteherin der Madabasari. Wie spricht man eine Maharani an? Etiketteprobe. Och nö. Erschwert um, ja, 7 Punkte, weil das ist falsche Kultur. Für mich nicht. Okay, dann nur um 3. Mir ist das ja so egal, ich nenne sie Eure Hoheit und basta. Wir sind hier immer Ich habe noch. soziale Anpassungsfähigkeit. Oh yeah. Ach mal. Genau, soziale Anpassungsfähigkeit zählt. Ahmad schafft das. Wow. Easy. Ich habe es auch geschafft. Das Problem ist, eine Königin im Mittelreich würde dann eher genannt werden, Eure Königliche Majestät. Eine Maharani ist das, ja, muss man überlegen. Sie ist eine Sultana und die werden mit großfürstlich durchlaucht angesprochen. Aber man kann auch einfach ehrenwerte Sultana sagen. Beziehungsweise Yalan nennt sie Frau Al-Nabab. Na, so schlecht war die. Na dann erzähl mal. Wie nennst du sie dann? Ich nenne sie Euer Hoheit. Euer Hoheit. Und Diese Kiaras hat's auch Hoheit würde geschafft. ein Herzog sein. Frage mit der Eldan Etiketteprobe, weiß ich dann hat's auch, auch dass man. geschafft. Weiß ich dann auch, dass man als Thulamide dann so vor die. Ihr auf die Knie geht und so weiter und so fort. Ihr dann eventuell noch die Füße küsst oder sowas. Wenn sie jetzt aktuell an diesem Tisch sitzt, dann ja, Würde ich eher ihr. nicht. Wenn du sie im Thronsaal sitzen siehst, dann wohl ja. Aber sie ist also ehemalige Königin. Sie hat das Amt abgegeben an an ihre Tochter. Freiwillig. Das heißt, aktuell ist sie Vorsteherin der Madabasari. So, so viele Titel sind das und da kommt man vielleicht ein bisschen durcheinander. Man muss natürlich den höchsten nehmen, aber ja, du weißt, man spricht sie mit ehrenwerte Sultane an. Dann würde Ahmad jetzt erstmal, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, wenn man so, wie die ganzen Araber und so weiter, wenn die da ihren König oder Sultan anbeten, dann gehen die doch so auf so zwei Knie und auch wenn sie da beten und so weiter, so eine Bewegung würde dann Ahmad gerade machen. Okay. Weiß nicht, wie man das nennt. Ja, du begrüßt sie förmlich. Richtig. Bin gerade am Überlegen. Masa al-Kair. Die ist aber legitim, ja? Was heißt legitim? Das ist, die ist aus demselben Herrscherhaus, das damals sich auch vom Mittelreich losgesagt hat. Das ist richtig, das war wohl sie. Das ist gut, dann sehe ich sie auch als legitim an und gehe auch auf ein Knie. Eins. Also sie ist definitiv legitim. Was das damals mit dem Mittelreich war und warum sie sich da losgelöst hat, da müsstest du noch eine Geschichtswissenprobe hinterher schmeißen, Das damit du ist klar. weißt, was das mit... gut. Also ich Aber schmeiß sie... die Probe, wenn du es mir das mir erzählen möchtest, die ich leider nicht ganz geschafft habe. Nee, also sie kommt aus dem Haus Aranien und ist sowas von legitim. Gut, da Weiß ist ich, es aber warum sie das das... gemacht hat? Auch wenn ich kein Geschichtswissen. Oh doch, ich habe Geschichtswissen. Ganz knapp. Warum ist ja egal. Sie dürfen es und dann dürfen sie es Ja, halt. ihr aktueller Sohn Arkos könnte Arkos Shah bzw. Arkos von Aranien, dem könnte halt der Rest gehören, wenn es dann nicht eben diesen Schlamassel mit Dimiona von Zorgan gab. Ah ja, Oron, Aranien, wie das eben so ist. Politik. Das ist zumindest die Mutter von Arkos Shah und Dimiona. Übrigens, damit keine Verwirrungen auftreten, ich bin hier im Kettenhemd aufgelaufen. Ich eine volle Gala-Uniform an. Und ja, ich grüße sie natürlich auch entsprechend und versuche meinen Charme ein wenig auszuspielen. Okay. Ja, jetzt hat's die Alte noch, genau. Ja, warum nicht? Ja, ich würde sie auch standesgemäß begrüßen. Wenn ich glaube, dass es standesgemäß ist, dass man auf beide Knie geht, dann würde ich das auch wohl tun. Eldan, was soll das denn? Ja, der alte Mann erhebt sich Ruban ibn Dahmani und schaut euch mit einem, ja, freudigen Gesicht an. O ihr Söhne des Abenteuers, Kinder des Abendlandes, ihr habt die Dämonenarche besiegt und seid eingeladen, von uns mit uns zu speisen. Erzählt uns von euren Geschichten. Dann wollen wir doch eure Einladung in Tavias Namen dankend annehmen. Vielen Dank.
Ja, euch werden dann auch ein paar Getränke gereicht, verschiedene Tees, die dann vor euch stehen, verschiedene kleine Kekse, Gebäck und es ist quasi eine ganze Menge da und im Verlauf wird dann wohl auch das ein oder andere an Speisen gereicht, verschiedenster Herkunft, also alles sehr, sehr thulamidisch und wohlschmeckend, auch mit Honig oder so etwas, dann ja garniert, sehr süß und lecker. Das Beste, was ihr in eurem ganzen Leben bisher gegessen habt. Ich beug mich mal ein wenig Naja. zu Chiara rüber. Karinor! Ja, Kapitän? Ihr kennt euch doch mit Südländern aus. Wann geben wir denen das Bild? Bei uns macht man das, wenn Nun. man reinkommt, aber. Ich denke, eine wunderbare Gelegenheit wird sein, wenn wir die Geschichte erzählen und sie mit dem Bild untermalen. Okay, die wollen doch immer viel reden. Fangen wir direkt mit den Archen an oder fangen wir ganz vorne an? Ich denke, wir sollten ganz vorne anfangen. Nun seht ihr, da war dieser Perldrache. Nicht so weit vorne, Kapitän. Also Ahmad würde da, bevor diese Geschichte beginnt zu erzählen, würde er weiterhin da auf seinen zwei Knien sitzen. Und dann mein ehrenwerter Sultana, Ruban Ibn Dahmani, der Riesenfahrer, schaut die anderen beiden Leute an. Verzeiht, eure Namen kenne ich nicht. Doch ich, Ahmad Khada al-Bakra ibn Nasreddin, möchte euch, o durchlauchteste Weisheit, o schlauste der Sultanas, o heiligsten, nee, heilig würde ich nicht sagen, aber ich würde sie halt in höchsten Tönen loben, irgendwie jetzt so eine halbe Ewigkeit gefühlt, Titel, Titel, irgendwelche Titel. Beinamen für die Sultana Ja. raushauen. Und irgendwann würde Ahmad dann sagen: Habe euch ein Geschenk in meiner unwürdigen Unwürdigkeit gebracht. Ein Schwert, mit dem ich den Kapitän der Arche erschlug, die diese Stadt, diese prächtige Stadt angegriffen hat. Hier, dieses Schwert möchte ich euch geben, Sultana. Dieses Schwert hat den Kapitän erschlagen, der Schande gebracht hat über die Meere, die vor Kunchom liegen. Namentlich heißt dieses Schwert Aluk Ham Alea Sifa. Und ja, dann würde ich das Schwert blank ziehen, auf meine beiden Hände legen und vor ihr, ja, über den Tisch reichen. Ja, sie erhebt sich tatsächlich und würde dir das Schwert dann abnehmen, einmal betrachten, zufrieden nicken. Danke, Ihro Gnaden, ich nehme euer Geschenk an. Ja, Und ich schaut würde da dann. weiterhin quasi mit dem Kopf Richtung Boden schauen. Erhebt euch, Ihro Gnaden. Erhebt euch und setzt euch zu uns, auf dass ihr von euren Berichten, von euren Geschichten berichten könnt. Ja, bei den Worten würde sich Ahmad dann auch erheben. Hab Dank, ehrenwerte Sultana. Doch bei den Geschichten müsst ihr leider meine Kameraden fragen. Oren hat mich mit dem Segen der Vergessenheit gesegnet. Ich kann mich an gestern leider nicht mehr erinnern. Vorgestern. Also, fange ich jetzt mit dem Perldrachen an oder nicht? Fangt damit an, wie wir den Praios-Tempel mit unserem Paktierer besucht haben. Gut. Wie ihr sicherlich bereits gehört habt, Euer Hoheit, fanden wir uns in der Stadt, um einen Paktierer zu verbrennen. Als uns die Kunde ereilte, dass die tiefe Tochter auch wohl alles in die Waagschale werfen würde, um Kunchom anzugreifen. Wie götterfürchtige Männer, die wir sind wir also sofort in den Hafen gerannt, um mit der Seeadler von Bailong, dem prächtigsten Schiff an der ganzen Ostküste, auszulaufen und diesen Paktierer-Freunden das Handwerk zu legen. Ah, sind wir dann, Leutnant Carinor hier, allen voran, sind wir dann an Bord der Dämonenarche gesprungen und haben Mann für Mann mit den Widerlichkeiten gefochten, die dort an Bord waren. Haben einen nach dem anderen wieder zurück in die Niederhölle geschickt, aus der sie gekrochen sind. Und schließlich dem riesengroßen Spinnentier, das über das Wasser lief, der Dämonenarche selbst den Todesstoß gegeben.
Die Erzählung könnt ihr noch etwas vertiefen, könnt ihr natürlich ausschmücken mit Heldentaten. Das ist nämlich in den Thulamitenreichen gang und gäbe, dass ihr nicht einfach so runterrattert, sondern ausschmückt, verschiedene Details noch zusätzlich berichtet oder die gleiche Geschichte noch ein zweites und drittes Mal berichtet. Und das wird den ja quasi gesamten Abend dauern. Und ja, wie gesagt, verschiedene Speisen, die euch dann währenddessen gereicht werden. Das fängt von einfachen ja, Fladenbroten an, die dann verschieden garniert sind, also einer Pita mit ja, Körnern drauf, die ihr noch nie gesehen, geschmeckt habt. Aber auch Obst, die dann verschieden kreiert sind. Oliven, Äpfel, Trauben, Pfirsiche, Aprikosen, sogar Mandeln, die man sonst gar nicht kennt und vielleicht nur in Alanfa bekommt. Datteln, Feigen, Melonen, Orangen natürlich auch, Zitronen und auch Fleisch. Es gibt Milch von der Ziege. Also alles, was man sich quasi erträumen lassen kann in winzig kleinen Häppchen, sodass man nur ein bisschen probieren möchte. Alles eine Geschmacksexplosion in euren Mündern. Es gibt verschiedene Weine, die euch verkostet werden. Jeder einzelne verlangt ihr nach mehr Wein, auch wenn es nur ein kleiner Schluck ist, aber es gibt immer wieder weitere Weinsorten, auch verschiedene Biere, die angeboten werden, auch nur kleine Portionen, die einfach Lust auf mehr machen. Ihr fühlt euch wie, ja, wie ein Gott in Kunchum. Ja, Fruchtaromen, also Weine, wie gesagt, mit Pfirsich versetzt oder mit Nelkenaroma, es ist ganz exquisit, auch verschiedene Rauchwaren, die euch angeboten werden, mal mild, mal etwas stärker und ja, so könnt ihr dann den gesamten Abend dort verbringen. Die Etiketteprobe habt ihr schon alle gewürfelt. Jalan darf gerne nochmal eine weitere Probe machen, ob er sich vielleicht ja, in dieser Umgebung zurechtfindet. Sie ist diesmal nicht erschwert, die anderen müssen nicht würfeln. Locker. Was? Locker. Nee, Chip. Du hast kein Chip. Hast du ein Chip? Du hast ein Chip. Natürlich Du habe hast den ich ein nicht Chip. verbrannt. Nein. Du hast den nicht verbrannt. Locker. Oh, das lockerst vom Locker. Nachdem man Bei diese den Kiste Anreden angeschnallt hat. hat das nicht so geklappt, aber hier, ja. Besser. Viel besser. Ja, man gibt sich so herrschaftlich wie möglich. Und Ja. vor allem bedrängt man sich darauf, Karino reden zu lassen. Man würde dich natürlich auch nochmal fragen, was das mit dem Perldrachen auf sich hatte, wo Greifenmund und wo Schnattermoor liegt, beziehungsweise man ist sich gar nicht so sicher, ob Greifenmund eine Region ist oder ein Nachname. Ach nein, seht ihr? Das ist ganz einfach. Greifenmund hat man mir damals als Namen gegeben, weil ich am zweiten Tage des Greifenfestes geboren wurde. Ja, du musst das ausschmücken. Also du redest eine halbe Stunde lang über die Herkunft des Namens Greifenmund. Das musst du ausschmücken. Und das Nein, gelingt dir. mein Ur-Ur-Urgroßvater, Prionor von Dapazien, ist mal auf einem Greifen geritten, müsst ihr wissen. Sagt man sich zumindest. Warum nicht, ne? Das Bild für mich übrigens dann einfach beim ersten Mal, wenn er die Geschichte komplett erzählt, da wie er gerade die Dämoneneiche erschlägt, würde ich halt dann so das Bild enthüllen lassen.